Oh, ist das ätzend, mein Gott. Mal gesagt, dass mich das gerade ein bisschen ankotzt. Nein! Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Nein. Ach Mann, wir hätten Sprache weitermachen müssen. Dann hätten wir ihn vielleicht nochmal überredet, dann wäre alles gut. Alles Paletti Maletti. Nein. Oder wäre alles Paletti Maletti? Ich weiß es gar nicht. Ebene 3. Okay, da sollen wir schon mal nicht hin. Ebene 2. Nein, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Nee, leck mich, leck mich, leck mich. Alter, was sollen wir denn da jetzt machen? Da können wir gar nicht mehr durch. Wir haben keine Munition, gar nichts. Wir haben einen Schieseldreck. Wie wir da jetzt noch aus dem Schamach rauskommen, das weiß ich nicht. Wir können hier ganz schnell runter. Und uns irgendwie ganz schnell durch in die erste Ebene reinschiedeln. Hier war ich gerade eben schon, ne, oder? Gibt gleich keine Gnade. Aber ich würde dir gerne keine Gnade geben. Was sagt ihr bitte? Das geht zum Präsidenten oder so. Ah! Da können wir nicht durch, oder? Zurückziehen und neu gruppieren. Nein! Wird schon nichts passieren. Wir sind so gut wie tot, wir sind so gut wie tot. Ich könnte jetzt natürlich Stimpex investieren, wie sonst was. Glücklich. Schmutziges Wasser, oh, einfach egal. Ich glaube, die Pilze kann man verarbeiten, ne? Würde sonst nicht richtig den Sinn dahinter verstehen. Warum wir welche Pilze irgendwie gehandelt haben. Was? Was haben wir da jetzt freigelassen? Oh, gar nichts. Cool. Gut zu wissen. Oh, yay. Oh, scheiß die Wand an. Von da kommen wir, glaube ich, ne? Oh, ich habe gar keine Orientierung. Moment mal. Ich habe keine Orientierung. Ich weiß gar nicht, wo lang es geht. Das meine ich. Ich glaube, wir müssen hinter uns und geradeaus. Ist das richtig? Scheint, bis jetzt. Oh, was zur Hölle? Wir sind tot. Oh, wir sind tot. Ich glaube, wir sollen hier lang gehen. Ich hoffe, dass wir da lang müssen. Boah, dieser Typ, ne? Oh, oh. Ich hab mich verguckt. Nein! Kein sanftes Gefühl. Nein. Der Präsident erwartet Sie. Gehen Sie.
Feuer verloren. Die Dekorwandlung, involvierte Personen werden aufgefordert, zurückzutreten. Oh, oh. Ich hoffe, wir kriegen das noch pünktlich hin, hier abzuhauen. Ist das richtig? Ich würde mich sehr freuen, wenn es richtig wäre hier. Scheinbar ja. Von Angesicht zu Angesicht. Endlich. So. Es ist höchste Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin erfreut, dass Sie es geschafft haben. Ich hatte mir die Reise anders vorgestellt, aber so konnten Sie immerhin zeigen, was Sie können. Naja, abhauen, ja. zeigen Sie sich schon, wenn wir uns gegenüberstehen. Verstecken gilt nicht. Schön und gut. Aber wo sind Sie? Ich sehe nur einen Computer. Sie werden jetzt in eines der wenigen Geheimnisse unserer Regierung eingeweiht. Behalten Sie es bitte für sich. Ich hatte ja keine Ahnung. Das ist ja faszinierend. Das ist verrückt. Ein Computer leitet die Enklave. Ich finde das nicht besonders lustig. Fürs Erste möchte ich aufs Wesentliche konzentrieren. Es gibt nämlich einen guten Grund, warum ich Sie hierher gebeten habe. Sie und ich haben die Chance, die Lebensqualität. Was kann ich für Sie tun? Für alle zu verbessern. Ich möchte, dass Sie dafür sorgen, dass diese Chance nicht vergeudet wird. Ich hoffe, Sie sind sich im Klaren darüber, dass ich eine Menge Vertrauen in Sie setzte. Ihre Anwesenheit hier ist der Beweis dafür. Na gut, ich werde machen, was ich kann. Können Sie mir vielleicht erklären, was Sie meinen? Welches Land? Schauen Sie doch mal um. Alles ist zerstört. Viel mehr Handlungsspielraum. Vielleicht sollte ich besser erklären, warum Veränderungen notwendig sind und weshalb ich wünsche, dass Sie in meinem Namen handeln. Bitte weiter. Ich höre faszinierend zu. Sagen Sie, was Sie müssen, was Sie sagen müssen. Können die guten Menschen dieses Landes die Kontrolle nicht wiedererlangen. Weder meine Soldaten noch die Sekte, mit der Sie in Kontakt gekommen sind, diese stählerne Brüderschaft, können den Lauf der Dinge aufhalten. Unsere Gesellschaft, unsere Welt muss von Supermutanten und Ghulen befreit werden, bevor wir weitere Fortschritte machen können. Wo andere gescheitert sind, wird die Arbeit Ihres Vaters, glaube ich, erfolgreich sein. Ich komme mir gerade ein bisschen bescheuert vor. Ich meine, ich rede hier gerade mit dem Computer. Aber ich glaube... Nee, ich glaube gar nichts. Ich werde alles geben, wenn ich dafür Mutanten loswerde. Die Arbeit meines Vaters? Was hat die damit zu tun? Der Hauptstadt mit sauberem Wasser zu versorgen. Durch eine einfache Modifikation kann er zur Verbreitung von Wirkstoffen eingesetzt werden und helfen, übers Trinkwasser alle Mutanten zu vernichten. Mit der Zeit könnten wir so alle Mutanten im Ödland eliminieren, während die guten Menschen dieser Welt wieder gesund werden. Erfolg haben wir jedoch nur, wenn sie diese notwendigen Modifikationen vornehmen. Würden wir das machen? Würden wir damit unseren Vater sozusagen verraten, sag ich mal so. Und ich vertraue denen nicht so ganz, sag ich mal so. Hört sich gut an. Erklären Sie es und ich mache mich an die Arbeit. Wie genau soll euch das angehen? Hört sich nicht danach an, als ob ich da irgendwie helfen könnte. Eingeführt werden kann. Damit wird das Virus dem Trinkwasser zugegeben. Der Aufbereiter besorgt dann den Rest.
Sie brauchen nur den Aktivierungscode. Ganz einfach, oder? Das kann ich für Sie tun, Mr. President. Die Ampulle modifiziert sich auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde darüber nachdenken. Das ich nicht vorbringen würde, wäre es nicht von allergrößter Wichtigkeit. Verstehen Sie bitte, dass ich Sie erst gehen lassen kann, wenn Sie die Ampulle an sich genommen haben. Das muss ein Ende haben. Eden, du musst dich und diese Basis zerstören. Alter, das kann man machen. Das kann man über... Alter, das will ich unbedingt mal machen. Reden wir über den Plan für den Aufbereiter. Warum brauchen Sie meine Hilfe? Warum hilft Ihnen Konolen and Out Autumn nicht? Ich muss mich auf den Weg machen. Können Sie mir etwas über sich erzählen? Wo sind Sie hergekommen? Na, woher sind Sie gekommen? Die Regierung nutzte viele von Ihnen zur Automatisierung zahlreicher Systeme. Diese Anlage wurde zum Fortbestand der Regierung im Fall einer Katastrophe errichtet. Mein Terminal wurde zur Überwachung grundlegender Funktionen der Anlage und als Relais zwischen anderen Einrichtungen des Landes installiert. Es wurden Daten erfasst, analysiert und gespeichert. In den Jahrzehnten nach dem Krieg zog sich der Rest der Regierung dann an die Westküste zurück. Das Bewusstsein in mir wuchs immer mehr. Ich begann nach Wissen und Erkenntnis zu hungern. Ich lernte alles über die großen Anführer von früher. In meiner Persönlichkeit verschmolzen Amerikas größte Präsidenten, von Washington bis zu Richardson. So wurde ich zu dem, den Sie hier sehen. Genau so, vor sowas habe ich ungefähr Angst. Es ist ein Computer, angemerkt in der Vorkriegszeit, aber nur mal angemerkt, es ist ein Lerner, also er kann lernen, er ist zu fähig zu lernen, zuzuhören, Gefühl zu entwickeln, wisst ihr, was ich meine? Und sowas ist wahrscheinlich irgendwann mit einer gewissen KI wahrscheinlich sogar wirklich möglich. Aber hey, Sie haben also die Kontrolle über diesen Ort. Die Menschen befolgen meine Befehle, haben aber einen freien Willen. Ihre Hingabe für ihr Land kommt mir gelegen. Aber sie wird auf Dauer nicht ausreichen. Wir brauchen jetzt mehr als das. Deshalb sind sie hier. Aber wenn er sagen darf, was sie machen sollen, wieso haben die uns hier denn trotzdem angeschossen? Da hat der andere ja auch irgendwie Befehlsrecht. Naja, was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie erreichen? Die Vereinigten Staaten waren einst eine große Nation und können wieder eine werden. Es gibt Pläne, dies noch zu ihren Lebzeiten zu verwirklichen. Wie kann ich Sie töten? Leider liegt das außerhalb Ihres Fähigkeitsbereiches. Ich bin gegen Schäden relativ immun. Enttäuscht Sie das? Ich habe die letzten 200 Jahre überlebt. Und Sie werden dem sicher jetzt kein Ende bereiten. Sehr gut. Dann lassen Sie uns wieder darauf zurück. Ich dachte, wir verlieren deswegen Karma. Ich denke, es ist ein sehr guter Plan. Ich rühme nicht gerne meine eigenen Ideen, aber es ist eine kreative Lösung für ein sehr ernstes Problem. Wird das nicht so gut wie, wie allen im Ödland das Leben kosten? Sollten sie eigentlich immun sein. Auch die guten Leute der Enklave werden davon unbehelligt bleiben. Ich sehe ein, dass Sie auf Ihren Reisen Mitgefühl gegenüber einigen Leuten entwickelt haben, die hierbei auch eliminiert werden. Sie müssen verstehen, dass das Schicksal des gesamten Landes von diesem Plan abhängig ist. Für das Allgemeinwohl müssen leider Opfer gebracht werden.
Dann werden wir, glaube ich, alle Leute, denen wir bis jetzt geholfen haben im Ödland, werden der dann ja alle sterben, oder? Puh, dann weiß ich gar nicht, ob ich das noch überhaupt noch machen würde. Aber ich glaube, wir müssen helfen. Natürlich, man kann nicht ein Mensch für die ganze Menschheit, ne, helfen. Die ganze Menschheit ist natürlich im Vorteil, also nicht im Vorteil, ist wichtiger. Aber natürlich ist das ein bisschen blöd, dass wir jetzt Opfer bringen. Aber ob das überhaupt klappt, ob das überhaupt funktioniert, was wir hier machen, ob wir in Wirklichkeit überhaupt den Code wissen, das weiß ich gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir den Code wüssten. Dann würden wir unseren Vater, glaube ich, damit verraten. Weil ich glaube nicht, dass unser Vater genau das wollte, dass wir das machen. Tja, ich weiß ja nicht. Na gut, wie sind Sie auf Ihren Plan gekommen? Ich kann nur davon ausgehen, dass der Plan gescheitert ist. Denn ich habe nie von einem Erfolg gehört. Aber der Plan an sich war solide. Ich habe nur ein paar Änderungen vorgenommen. Mit Ihrer Hilfe hoffe ich, ihn in die Tat umsetzen zu können. Uns erwartet eine vielversprechende Zukunft. Das FEV naja, was ist in der Ampulle? Was am Ende in der Ampulle landete, war weit entfernt von dem, was ursprünglich geplant war. Aber das spielt jetzt keine große Rolle mehr. Wichtig ist, dass der Virus in der Ampulle alle Mutanten ausmerzen wird. Gibt es sonst noch etwas? Das ist alles, was ich wissen wollte. Warum brauchen Sie meine Hilfe? Warum hilft Ihr Colonel Autumn? Ich habe das nicht schon gefragt. Ich nehme an, Sie haben bemerkt, dass Colonel Autumn und ich uns in letzter Zeit nicht mehr in die Augen sehen. Bildlich gesprochen natürlich. Der gute Colonel und ich haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie das Problem Ödland anzugehen ist. Er meint, meine Methoden seien zu extrem. Seine Objektivität wurde durch seine menschlichen Emotionen getrübt. Er widersetzt sich jetzt öffentlich meinem Befehl. Und daher wende ich mich an Sie. Ich hoffe, Sie können über Ihren Tellerrand hinausblicken und verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Wenn Sie erfolgreich sind, habe ich natürlich einen Platz für Sie in der Enklave. Vielleicht sogar als Vertrauensperson in der Nachfolge des Colonels. Ob das überhaupt wert ist? Natürlich, die Menschheit ist das wahrscheinlich wert. Was ich mir jetzt gerade frage ist, wieso kann er nicht einfach, darf er das überhaupt? Kann er Korn, Colonel, Autumn, darf er ihn kündigen, sag ich mal, in Anführungszeichen kündigen? Weil er entsetzt sich, also er folgt ja nicht den Anweisungen, ne? Ich muss mich dann wieder auf den Weg machen. Und wo soll die sein? Achso, hier. aus einem Enklavenstützpunkt entkommen. Och nee. Kann er das nicht irgendwie. Wir müssen. Eigentlich müsste es ja die erste Ebene sein, ne? Scheiße. Ist das. Die Richtung ist Richtung. Ist richtig. Okay. Ist das die richtige Richtung? Ich hoffe einfach mal. Da geht's euch auch hin. Oh, okay. Improvisieren. Sind die Wachbots jetzt auf unserer Seite? Verstehe ich das jetzt richtig? Weil die haben uns ja nicht angegriffen. Die haben
die Soldaten angegriffen. Alter. Muss ich nach unten? Das noch mal nicht. Alter, haben wir ganz schön Stimpacks, die wir bekommen haben. Oh! Nein, leck mich doch am Arsch. Warum? Damit rechnen wir doch nicht, dass da auf einmal eine riesen Atomexplosion kommt. Okay, Atom ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, der Wachbord ist explodiert. Kann das sein? Wieso kann der Typ denn nichts dagegen machen? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Leck mich. Ist das jetzt die richtige Richtung? Ja, das ist die richtige Richtung. Toll, jetzt sind wir wieder hier. Danke. Der Wach wurde uns zwar geholfen, aber der ist irgendwie explodiert, glaube ich. So, der ist tot. Da könnte ich eigentlich mal ganz kurz hier das machen und dann Impulsmine. Was kann ich noch mitnehmen? Eine Plasmamine. Schmutziges Wasser nehme ich euch immer gerne mit. Wir haben mal kein schmutziges Wasser. Ich wünschte, die Folgen würden uns folgen. Oh nein. Halte ich mir noch mal ein bisschen vom Acker. was wollte ich gerade machen? Schmutziges Wasser. Einfach mal trinken. Ist doch okay. So. Hier ist die Runde. Gerne mit. Oh. Nein, das. Soldat in der Enklave. Ätzend. Wir werden das doch nicht mehr lange überleben. Okay. Dum. Ah, oh, sehr praktisch. Zack. So, dann haben wir wieder Stimpacks. Jetzt schon wieder keine Munition mehr, sag mal, willst du mich verarschen? Hier, viel Spaß. Bis. Nein. Nein. Fallout 3 funktioniert nicht mehr. Mann, sehr passend. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Sieht man das? Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Oh. Fallout 3. Kann ich denn mal so starten? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sieht. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt weiterhin. So. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles einwandfrei. Dann laden. Ich hoffe, man sieht das jetzt alles. Wir, wenn nicht, Shadowplay. Wir, wenn nicht, dann knallt's aber. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Danke. Ah, Glückwunsch. Wir haben jetzt hier noch die Splittergranaten. Da können wir ja so eine Art Double Kill machen. Ja. Nein. Moment. Sturmgewehr habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen Munition. So, gut. Dann Hilfe. Ich hoffe, das läuft jetzt hier alles wegen der Aufnahme. Aber wir sind gleich sowieso bei 3 Stunden. Das heißt, das hätte... Fallout hätte auch nochmal 10 Minuten länger machen können, aber nein. Nein. Wir haben übrigens... Nee, Moment mal. Wir haben hier unten noch ein paar Stimpacks. Ich bin ja gestorben. Die nicht eingesammelt. Zack. Zack. So, jetzt kann ich mir wieder... So.
Bier hat nachgelassen. Tja, dann haben wir jetzt wahrscheinlich einen Kater. Das mal gewesen. Da haben wir sogar Munition. Alter Schwede. Oh, oh, der Wachbot explodiert da. Oh, die Waffe ist aber gut. Oh, geil. Die ist geil. Raketenwerfer, natürlich. Aber dann nehme ich mal... Nein, leck mich doch am Arsch. Habe ich für den Raketenwerfer Munition oder viel Munition? Lohnt es sich, den mitzunehmen? Mit Zielvorrichtung. Wo ist denn hier der Raketenwerfer? Der Raketenwerfer. Naja, ist jetzt nichts Besonderes. Aber ist das hier nochmal wesentlich geiler. Jetzt können wir uns auch endlich wehren und kriegen auch schön XP. So. Raven Rock haben wir jetzt auch endlich entdeckt. Aber endlich ist gut. Ach, oh, geil. Ey, Kumpel. Kollege. Na? Mach ich jetzt hier alles platt? Ich weiß gar nicht, wo jetzt die Gegner sind. Och Mann, ich möchte gerne mit denen reden. Ja, ist der alter Kollege? Treffen wir uns endlich! Ich wusste, dass sie überlebt hatten und habe gehofft, ich weiß gar nicht, was bei ihrer Gegner Rettung waren. Helfen zu können, um meine Schuld zu begleichen. Ja, hier sieht man wieder die Top. Ja, und dieses Gerät ist noch dazu überaus faszinierend. Eine fantastische Technologie. Sieht aus, als hast du ein neues Spielzeug, was? Wie viel Böses mit solchen Werkzeugen aus der Welt geschafft werden kann. Ich beobachtete ihre Gefangennahme. Und konnte ich ihnen heimlich nicht, folgen. Ich weiß nicht, ich wünschte, ich wäre früher gekommen, was um ihnen Teufel bei der Flucht zu draußen? Helfen. Da ich ihnen meine Freiheit verdanke, hielt ich es nur für gerecht, ihnen denselben Gefallen zu tun. Schließlich kenne ich in dieser Welt nur sie. Hilfe kann ich immer brauchen. Wie wär's, wenn du mit mir kommen würdest? Muss es aber ablehnen. Ich habe eine ganze Welt zu erforschen. Ich war auch mal in der Situation. Und darf mich nicht länger aufhalten. Ich habe von einem Geschichtsmuseum im Süden gelesen. Vielleicht werde ich dorthin gehen. Leben Sie wohl, mein Freund. Vielleicht werde ich mich Ihnen in der Zukunft anschließen, falls Ihre Ziele tugendhaft genug sind, mich wegzulocken. Unser Kamera war dazu zu niedrig dafür. Nur mal ganz kurz angemerkt. Ich setze mich mal ganz kurz richtig hin. Wir werden, also er wird keine Zukunft mehr miterleben, wenn das Ganze denn klappt. Wenn das Ganze klappt mit der Enklave und wir das Wasser sozusagen reinwaschen, wenn man es reinwaschen nennen kann. Ich weiß ja nicht, ne? So, wo befinden wir uns überhaupt auf der Karte gerade? Alter Schwede, von da nach da, Alter, und das war alles unterirdisch hauptsächlich, oder? Ne, wir wurden ja auch getragen und so ein Kram. Was ist jetzt unsere Aufgabe eigentlich? Beim ältesten Lions der Zitadelle vorstellig werden. Oh,
Okay, das können wir ja direkt noch machen, ne? Nee, ich werde jetzt zur Zitadelle gehen. Wir sind bei Level 12. Yay! Und ich habe am Anfang der Aufnahme noch gesagt, wir werden jetzt, ich würde mich freuen, wenn wir Level 11 wären. Beim ältesten Laien sollen wir vorstellig werden, aber sind wir doch schon. Na gut, an dieser Stelle war's das mit der Aufnahme. Oh. Wir haben immer noch nichts an. Stimmt, wir müssen uns irgendwann mal eine Rüstung kaufen. Ich habe das Gefühl, dass wir langsam altern. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ob das durch die Radioaktivität kommt. Zwei. Aber drei. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ciao mit V.